Ronnie Eberson Furtado Jaraújo, das ist der Mann, auf den alle Blicke heute gerichtet sind. Er gibt sein Debüt beim ersten FC Novi Pazar in der Berlin-Liga. Die sind zu Gast bei den Füchsen aus Berlin. Ein hochinteressantes Duell. Der Aufsteiger aus der Landesliga ist noch ungeschlagen. In 4 Spielen konnte man 2-mal gewinnen und 2 unentschieden holen. Die Füchse in den grünen Trikots von rechts nach links in den ersten 45 Minuten. Wir befinden uns in der 12. Spielminute. Die Flanke von Kimi Numayongo auf Steven Haubitz. 1-0. Wer sonst, muss man fast sagen. Steven Haubitz, sein 7. Saisontor. Damit ist er aktuell der Top-Torjäger der Berlin-Liga. Steven Haubitz, seit 2009 spielt er für die Füchse, hat in 203 Spielen 108 Tore erzielt. Das ist eine Statistik, die sich sehen lassen kann. Ronnys Statistik in der Bundesliga kann sich auch sehen lassen. 57 Mal erste Bundesliga, 55 Mal zweite Bundesliga, 27 Tore. Und er hat den berühmt-berüchtigten linken Hammer. Den packt er hier zum ersten Mal aus. Aber klasse Parade von Konstantin Filatov, der den Ball klären kann. Ronny weiterhin auf dem Platz und Dreh- und Angelpunkt im Angriffsspiel von Novi Pazar. Das ist der Mann mit der Nummer 7, Kadri Adediran. Schöner Doppelpass und Achtung! Da kommt Dennis Rose hereingerauscht und senzt Kadri Adediran um. Ein klares Foulspiel, ein klarer Elfmeter. Aber es gibt keinen Elfmeter. Für mich eine wirklich unverständliche Entscheidung. Und ab diesem Zeitpunkt waren die Gemüter erhitzt. Trotzdem spielte Novi Pazar weiter nach vorne. Ronny wieder Doppelpass und Ronny wieder mit der Möglichkeit, mit dem Abschluss. Dieses Mal kein Problem für Konstantin Filatov. Ronny macht ein gutes Spiel, ist bemüht. Man merkt, dass ihm natürlich noch etwas die Spritzigkeit fehlt, aber er ist ein überragender Fußballer. Auf der anderen Seite die Notbremse von Marco Rademacher. Er sieht glatt rot, muss runter vom Feld. Verhinderung einer klaren Torchance. Sein Torwart Mateusz Mika war da schon weit herausgekommen, hätte er vielleicht gar nicht hingemusst. Aber somit in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Novi Pazar also in Unterzahl. Wir befinden uns in der 48. Minute. Die zweite Hälfte läuft. Abseitsposition. Dann wird der Ball weggeschossen. Dafür gibt es die gelbe Karte, eine vertretbare Entscheidung und dann ein kleiner Wortwechsel und plötzlich zückt der Schiedsrichter die gelb-rote Karte gegen Kadri Adediran. Wilde Diskussionen im Anschluss, der ein oder andere ist nicht einverstanden mit der Entscheidung des Schiedsrichters. Aus meiner Sicht eine vertretbare Entscheidung. Wenn der Schiedsrichter ein Wort hört, das nichts auf dem Fußballfeld zu suchen hat, kann er ihn vom Platz schicken. Die Gemüter waren erhitzt, es war ein emotionales Spiel. Novi Pazar mit 2 Mann in Unterzahl liegt mit einem Treffer hinten. Die Fans des Clubs machen mächtig Stimmung. Die Partie wurde aber weitergeführt, weil alle sich etwas zusammenreißen konnten. Allerdings ist es doch das, was den Fußball ausmacht. Diese Emotionen! Der Abschluss von Kevin Blanco ganz knapp am Pfosten vorbei. Novi Pazar mit 2 Mann weniger. Und weiterhin mit der Möglichkeit, dieses Spiel noch zu drehen. Und jetzt machten die Füchse den Fehler. Hier kann sich Mike Haubitz nur noch mit einem Foul helfen. Er weiß schon, was ihm blüht. Er hat schon gelb. Somit die gelb-rote Karte. Taktisches Foul. Den Konter unterbunden. Eine absolut vertretbare Entscheidung. Es war in der zweiten Halbzeit wenig Fußball. Viele Diskussionen, viele Zweikämpfe, viele enge Situationen. Wir sind schon in der Schlussviertelstunde. 75. Minute, Freistoßsituation für Semin Hadžibulić. Und der nagelt den Ball in den Winkel. 1-1. Und hören Sie mal rein, die Fans von Novi Pazar drehen komplett am Rad. Konstantin Filatov steht so weit in seinem Torwart-Eck, dass er diesen Ball natürlich niemals erreichen kann. Allerdings ist der Freistoß natürlich von Semin Hadžibulić absolut perfekt platziert. Novi Pazar, ein Mann weniger und jetzt haben sie den Mut, Latte und dann der Nachschuss. Und es gibt Elfmeter. Ein klares Foulspiel
von Umar Sangare. Wir sehen das hier. Beim Nachschuss senzt er seinen Gegenspieler um im Strafraum. Da gibt es natürlich keine zwei Meinungen. Das ist ein Elfmeter. Und Novi Pazar hat in der 80. Spielminute die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Sie waren zwischenzeitlich zwei Spieler weniger auf dem Feld. Jetzt nur noch einen weniger. Und dann verschießt Semin Hadžibulić den Elfer. Konstantin Filatov pariert. Aber der Elfmeter wird wiederholt, weil Konstantin Filatov sich zu schnell von der Linie gelöst hat. Ja, ich bin kein Torwart, ich kann das nicht beurteilen. Aus meiner Sicht hätte man das auch weiterlaufen lassen können. Aber Novi Pazar bekommt die Möglichkeit. 2:1. Jetzt brechen alle Dämme. In der 48. Minute war Novi Pazar mit zwei Mann weniger auf dem Feld und da hätte keiner mehr geglaubt, dass sie hier zurückkommen können. Das ist Fußball. Aber die Füchse waren noch nicht geschlagen. Mateusz Mika fliegt durch seinen 5-Meter-Raum und pariert diesen Ball. Es gab 10 Minuten Nachspielzeit und die Füchse wollten den Ausgleich. Gut gespielt, gut gespielt! Mateusz Mika hält den Sieg fest. Für den Aufsteiger, den ersten FC Novi Pazar, der heute 45 Minuten lang mit Ronny gespielt hat, der seine ersten Schritte wieder zurück im Fußball gemacht hat. Eine tolle Geschichte, die jeden Fußballfan berührt. Das ist eine brutale Qualität, was er hat. Das sieht man auch im Training und er reißt auch die ganzen Jungs mit sich. Also man sieht den ganz klaren Unterschied, aber er passt sich halt an. Muss halt die Liga auch kennenlernen und die ersten 45 Minuten, die er da gespielt hat, hat er eigentlich seine Aufgabe ganz gut gemacht. Der dritte Sieg im 5. Spiel für Novi Pazar. Man rückt vor auf Platz 2 in der Tabelle und nächste Woche spielt man dann beim Schlusslicht der Berlin-Liga bei Berlin United. Die Füchse müssen am kommenden Wochenende beim FC Brandenburg ran und wir bedanken uns bei beiden Mannschaften für dieses tolle Fußballspiel mit diesen Zuschauern.